Arena wünscht viel Spaß. Halli und hallo zu Far Cry Primal. Mit mir immer noch im Taverno. Und wir sind unterwegs zurück ins Dorf zum Hütten upgraden und was natürlich das eine oder andere positive Nebeneffekt hat. Geht weg, ich muss zum Schiff. Und bis wir dort sind, müssen wir noch ein bisschen Schilf sammeln. Seltener Schilf. Ich meine Schiffer natürlich. Schilf auch. Und Wildschweinhut wäre noch gut. Haben wir nämlich noch ein bisschen wenig. Wenn uns gerade einen begegnet, nehmen wir sie. Wie die. Oh nein, ich habe kein Speer mehr. Renn nicht zu weit davor. Stirbt ihr nicht? Eben doch. Gerade wollte ich sagen. Achtung, Krokodil. Bam, jetzt gerade vom Krokodil gefressen wohl. Nee. Gut. Schiffer. Schiffer. Wow. Schon schön, hä? Der Mutige taucht. Hoi Mammut. Was ist jetzt mit dir? Wieso bist jetzt du angeschlagen? Hat dich eine Schlange gebissen? Ein Schildkrat, schau. Einfach versteckt. Irgendetwas hat den Wolf hier angegriffen. Zum Glück sind Mammut nicht einfach grundsätzlich aggressiv und so ein Gemütstier, hä? Weil sonst hätten wir es gerade grausam auf der Ebene bekommen. Wieso ist der Wolf hier angegriffen worden? Den habe ich verpasst. Egal. Geben wir ihm das Stück Fleisch. Trotzdem wieder gut. Wolltest du gerade eins? Komm da das Fleisch. Nee. Ja. Hast du gestanden, die Blätter sind voll? Laufe ich da im Kiet rum? Oder wo laufe ich da überhaupt hin? Ja, ich laufe ein bisschen im Kiet rum, aber mach gar nichts. Das ist noch schön, wenn man es markieren mit dem Wegpunkt, dann wird es ja gerade sichtbar. Wenn man es bereicht, in dem Fall. Das ist noch cool. Wir haben kein Speer mehr. Einmal einen haben wir noch. Einen. Und mit dem Köder. Jawohl, noch ein Ziegen. Verschlechter von Oros. Fällt mir da wirklich. Ah, look. Was ist mit der Bestie? Bleibt die da draußen? Du, das Dorf kann aber dann auch recht gross werden, wenn da schon die Dorfgrenze ist. Hey. Oder? Oder? Jetzt würde ich aber sagen, wir bauen zuerst einmal unsere Höhle aus. Damit wir an Fertigkeiten kommen, die den Takar selber betreffen. Und dann gehen wir an... Da mit den Zähnen würde ich aber schon noch cool finden. Ein bisschen mehr Tierzähne und so, das finde ich noch lässig. Von da müssten wir seine Hütte eben upgraden. Komm ich da hoch? Jo. Jo, das geht jo. Salü Seile. Und wenn wir da Fertigkeiten würden wählen, die die Sammlerin betrifft, oder, müssen wir einfach da die vorhergehenden Sachen erlernen. Die hat natürlich auch noch gute Sachen, wie erhöhte Sichtweite. Plus eben mehr Missionen. Ist sicher auch nicht schlecht. Aber das hier und mit den Eulen, das könnte aber schon auch noch sehr interessant sein. Ich weiss nur nicht, ob das am Anfang. Das überlegen wir uns doch noch nicht. Wir hätten hier ja eh noch nicht alles für das. Brauchen wir einen Mammuthut. Habe ich gerade gesehen vorher beim Durchschauen von der Fertigkeit. Ein Mammut zähmen kann man gar nicht. Und sonst habe ich es wirklich übersehen. Verbessern. Ich mache es gerade Party.
Verbessert Belohnung, Überlebensfähigkeit, den Bogen upgrade, Kühlen upgrade, Stachelbomben und XPS. Und fürs nächste Upgrade, boah, da musst du gerade ein bisschen Zeug rumtragen. Du. Was hat sich eigentlich hier Neues ergeben? Hartholz. Voll. Beutetasche. Waffenwerkzeug, was haben wir da? Stachelbombe. Voll. Sehr gut. Torfrohstoff. Muss ich ja nicht mitnehmen, oder? Nein. Und hier hinten könnten wir unsere Jagdtrophäen und so ausstellen. Ah nein, das war unsere Statistik. Genau. Das lassen wir mal auf Statistik sein. Und jetzt würde es mich gerade wundern, ob wir im Wolfsmann seine Hütte auch noch gerade können upgraden können. Oi, Wolfsmann. Wie heisst du eigentlich? Tayashi. Guarpati. La Gualtushi Dahata. Salwa Winzati Balti Daista. Gell, so ist das. Wir haben sogar noch gerade genug, he? Wolfsfall haben wir gerade 3, sehr schön. Nächste Party. Balsayu! Balsayu! Oh ja, super, oder? Gerade zwei neue Dorfbewohner für das gegeben. Wahrscheinlich seine Schamanensklaven da. Er hat wirklich den geilsten Platz ausgesucht. Morgen, Abend, Sonne, eins von beiden hat er auf jeden Fall. Und fürs nächste Upgrade musst du ein seltenes Löwenfell finden. Aha. Und 40 Bevölkerung haben mindestens. Wow. Aber das finde ich wirklich noch einen nice Aspekt hier mit dem Dorfausbau und mit den Fertigkeiten upgraden. Jetzt können wir nämlich gerade mal schauen. Schau jetzt, hey, wow. Jetzt haben wir hier verbesserte Gesundheit. Erhalte plus 1 Gesundheitsbalken. Unter Umständen sehr nützlich. Hocksprinter, bewege dich in der Hocke schneller. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. Gesundheitsregeneration. Teilweise geleerte Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Primitive Heilung. Ich glaube, das hier ist schon mal der Weg, den wir einschlagen. Die Heilung ist immer gut. Und wenn du jetzt hier schaust, schau, Leoparde, Jaguar, seltene schwarze Höhlenlöwe und seltene schwarze Löwe. Säbelzahntiger, Brunbären, Höhlenbären und Dachsen. Aber leider kein Mammut. Vielleicht bei einem anderen. Dann. Und wie du siehst, wir haben hier noch ein paar, die wir finden können, die Schlüsselfiguren sind fürs Dorf. Das ist ja schon wieder mal nice, oder? Fähigkeiten. Wir haben 4 Fähigkeitenpunkte. Also dann geben wir mal 2 für das höhere Level vom Leben ein. Und vielleicht den hier noch. Genau. Und vielleicht noch die Wildkatze zähmen. Oder Düle einen Sturzflugangriff ausführen. Töte die meisten gewöhnlichen Gegner. Kann eingesperrte Tiere befreien. Das wiederum kann auch noch nice sein. Komm, das testen wir dann gerade mal aus. So sind wir relativ durchschnittlich aufgestellt. Sieht nicht schlecht aus. Dann riskieren wir doch gerade mal den Blick auf die Karte. Was ist da? Sonst ist eigentlich nichts Neues. He? Nur der Ausbau von diesen Dinger. Vielleicht hat Seil auch noch eine Mission. Vielleicht hat er eine Mission.
jetzt reden wir doch einfach mal mit Amen. Er muss sich Freude, dass er jetzt ein Südli hat. Smarca Guarpeti! La Qualtusche! Jetzt sind mich nicht an. Salwa, Winjati Balti! Rede mit Taila. Alles klar. Und so. Fertig über da übers Wasser gehüpft, sie haben eine Brücke gebaut. Alles klar. Die Brücken bauen. Wo ist sie denn? In dieser Höhle? Tatsächlich. Da kniet sie am Boden. Numas Palhur Winja Guasha. Die Dam Shayaugar Saila. Takar Guasha. Guasha. Guarpati Pachas. Tuguama Parshai. Haita Chawa Su Chaudam. Nu, aquí está. Mi Janha Sabuasham. Chaja. Marwa Udam Waidam. Si shau sinachan. Si, warja kwa. Ti. Udam shayar guama duayam. Tu sai. Arhi tachis la ha. Mal shata. Duarpati. Wie sie das Leuchten in den Augen hat, wenn sie sagt, und jetzt zerschmetterst du sie mit ihren eigenen Waffen. Der nächste Tag. Jetzt kommt der grosse Udam-Adam-Edam-Angriff. Die täglichen sind jetzt in deinem Belohnungslager. Schauen wir doch gerade mal rein. Kann ich leider nicht mittragen. He? Kann ich eigentlich auch ablecken? Das wäre natürlich auch noch was. Weißt du, so seltene Fälle und so. Wäre sicher auch nicht leid. Sieht aber nicht so aus. Jetzt muss ich schon wieder mit ihr reden. Nahkampf. Keulen sind schnelle Waffen, die mit einem Schwung mehrere Ziele treffen können. Also bitte stellt den Kreis. Speere sind langsam, aber schlagkräftig und treffen Ziele direkt vor dir. Sie sind effektiver, wenn sie geworfen werden. Für schwere Angriffe halte die linke Maustaste gedrückt, um dann loszulassen. Betäub Gegner und richte großen Schaden an. Brennende Waffen hältst du stattdessen direkt vor dir. Das heisst, jetzt kommt der grosse, erste Uda-Adam-Kampf da. Wamasha Waikarsh. Ma winja chimashita. My marcha sar. Winja mana. Ulaikwa. Shuta Marita. Usai Salwa Guan! Palhu Uda! Palhu Hasmas! Nu, Takar Masi Hayauda! Angriff der Udam, okay. Jetzt gehen wir raus auf Schlachtfeld, oder was? Warnung! Wo kommen wir da noch ein paar? Da unten? Nee. Vorderes Tor zerstört.
Den haben wir aber gerade verwirrt. Wir müssen zurück, wir sind zu weit weg vom Dorf. Los, komm, Wolfi! Wolfi, die schlachten alle ab! Ich dachte, das sei alles gewesen, was da über die Brücke kam. Nicht so gewesen. Ach, die kommen da hin. Danke, der Wolf ist auch noch froh. Wo kommen sie da unten? Bestie? Kann man da auch noch blocken? Komm Bestie, du musst automatisch angreifen da. Wo läuft da noch einer? Ein armer Hundi. Ein Pfeil angeschossen. Ist das noch heftig? So im Nahkampf muss ich sagen, ist das also noch heftig. Das tut also gerade noch. Wo ist denn da noch einer? Bestienkill! Gut gemacht, wenn er dich Eibe frisst. Formiere dich neu mit Seila. Also gut. Frisst er selber, damit gerade ein bisschen zum sich heilen. Das ist aber auch noch cool. Wir haben ein paar Tote, ja. Jetzt bin ich klar. Ah, nein, gefangen. Hallo? Hallo? Udam Shanti Ati, Uhaya Takar, Sai Marwa Huwana, Uarsh Shazdarwa Guijar, Uwinja Dwayai. Erreiche das Udam-Lager. Meter und das sollen wir jetzt einfach so auf uns nehmen. Moment. Jetzt hat sich aber die Karte auch gerade ein bisschen erweitert, he? Ja, ein bisschen. Also gut, dann gehen wir in die Richtung. Zerstören dann ihr Lager. Zuerst, wenn wir in der Nähe sind, holen wir die Eule. Ist das überhaupt markiert? Gerade automatisch. Jetzt. Oh shit, ah. Schon gemeint, ich gehe runter. Nichts mit runterfallen. Schnell mal schauen bei unserer Ausrüstung. Wieso kann ich da noch nicht herstellen? Eingeweidetasche, so eine machen wir nämlich gerade noch. Elf Pfeile, ja gut, das sollte lange, hä? Also, rennen wir mal in Richtung von dem Lager. Zeigen dann mal, wo der Hammer hängt. Oder besser gesagt, wo die Kühle hängt. Schiffer. Wir brauchen immer wieder Schiffer. Oh, der Wolf ist am Knurren. Der Wolf ist am Pinkeln. Ja, schmeckt noch. Hast du gut markiert, alles safe. Gehen wir weiter. Der Bier markiert.
Das ist mein Revier. Nun bin ich wieder hier. In meinem Revier. Vielleicht sollte ich denn da nicht allzu schnell rennen. Weil ich plötzlich noch von einem Bär stehe. Udams. Uga Hagams. Also los geht's. Fleischwunde hat es ihm gegeben. Immerhin. Das finde ich jetzt nicht schwierig aus dem Laufen, Pfeilbogen in einem Einsatzbereich, so seitlich wie davon. Du, da ist ein Geschrei. Woher kommt das Geschrei? Natürlich von so Udam-Brüdern, aber warum schreien die? Weil sie gerade am Sterben sind. Ja, schön geht der Entdeckung. Ich kann natürlich nicht. Kann ich da oben runterkumpeln? Das wäre cool. Der hat aber gesessen, Bruder, dort. Aber der nicht. Der Janne, was läuft denn? Aber der dafür. Wo ist eigentlich mein Wolfi? Hat mein Wolfi glitscht hier im Wasser rum und kann mir gar nicht helfen. Oh, das ist jetzt also knapp gewesen. Das war verdammt knapp gewesen. Nein, falsch gemacht. Ah, wenn man ihn auflüpft, tut man ihn auch gerade durchsuchen. Finde ich aber noch nice. Da hat aber viel Schreihals rum da. Das ist ja Wahnsinn. Und das wäre eigentlich die gewesen, die ich retten wollte, hä? Und wenn ja, Mann. Wieder gescheitert. Wie ist das mit dem Begleiter? Zu spät. Er sich einfach da. Dann seilen wir uns hier gerade auf. Der Wolfi spawnt sich scheinbar wieder einfach zu einem Mann. Das ist okay. Das hure Geschrei, ey. Wow, wow. Schlacht, Schlacht. Hilf denen, Wenya. Keine Pfeile mehr. Wollen wir sie hier umgehen von Feinden, oder wie ist das? Galt sie als gerettet? Sehr schön. Wie geht man echt auf einen Feind zu, ohne dass man sich verletzt? So seitlich laufen geht gar nicht gut. Das ist zu wenig agil. Auhan
Was so eindeutig ein bisschen näher ist, spreche ich halt nicht mit meinen Pfeil. Dechscha! So, sind wir jetzt befreit. Oder hat man euch jetzt einfach geholfen? Geht ihr jetzt zu unserem Dorf? In Far Cry 4, wenn es amiga so Gruppen hat, da ist dann irgendeiner amiga so der Anführer gewesen und der hat dann mit dir geredet und gesagt, danke vielmals, dass du uns geholfen hast und... Und jetzt sind alle tot, weil gerne so scheiß Wildkatz. Da geht's ja gar nicht, oder? Die ganze Arbeit für nichts. Guido, nein, wie heißt er? Wegen der scheiß Wildkatz. Alter, sieh, ey! Du magst den nicht noch, hä? Mag den nicht noch. Also gehen wir in Richtung dem Ziel. Wow, so ein Leopard. Wäre vielleicht auch noch was zum sehen. Grünblatt. Licht noch wichtig. Wer weiß? Wenn du angegriffen wirst von allen Seiten, dann geht es damit doch noch ab, muss ich so wirklich sagen. Und wir schleichen durch die Wildnis. Und es macht Spass, muss ich wirklich sagen. Jetzt holen wir den Tüle mal wieder raus. Tüle kann ich jetzt in der Zwischenzeit auch schon angegriffen. Checkpoint. Checkpoint Charlie. Sind das Udams, die hier rennen? Die gerade auf der Jagd sind? Oder sind das hier die... Rothund. Egal, was auch immer. Was auch immer. Also überall kommst du nicht durch. Schade. Hätten der auch so etwas ausgetan? Scheinbar nicht. Du warst noch nicht beeinträchtigt. Einmal, wenn du dich schnell bewegst, hat er ein bisschen Mühe. Ich hoffe, wir machen hier das Richtige, gerade von oben her zu kommen und einen schönen Überblick zu haben. 100 Meter, kommt meine Eule so weit. Wo geht's? Wuhu! Kannst du gar nicht nehmen. Der dort. Wow! Eine Eulenangriff? Wie geil ist das denn, ey? Und sie ist jetzt tot. Oder kannst du einfach einmal ausführen? Okay. Wirst du einen zum Gegner ablenken, dann kannst du sie so von hinten ausschalten und so lustige Sachen. Mit Hockey, weniger Geräusch. Und dann können wir einen gerade... Badum! Und den Sichtkontakt unterbrechen, dass du nicht verfolgt bist. Ja, das ist... altbekannt. Der ist ja noch gerade mit dem Eulenangriff, wenn man den noch ein bisschen ausbaut. Ah, der hat so einen Cooldown auf die Eule, okay. Ist das natürlich wieder... Da kommt doch gerade einer um durch.
hat nicht mal gesehen, woher. Der hat auch nicht mal gesehen, woher. Zuflucht des Fleisches haben wir entdeckt. Jesus Marie. Das feinste Fleisch. Findest du beim Zuflucht des Fleisches. Dann machen wir eine Metzgerei draus. Ich habe Angst, dass ich stoss mich da den Hocker ab. Speer, Keule, kann ich mir nicht mitnehmen. Oh, das lockt natürlich. Oh, oh, und ich brenne. Wo kommen wir da? Nein, ich muss nicht runter. Das ist natürlich ganz da. Den hätten wir auch gerade. Ich sollte ein bisschen viele haben. Jetzt kommen wir von allen Seiten, oder was? Ah, oh, meine Kollegen kommen auch noch. Venja-Brüder und Schwestern. Nimm die kühle Hand. Und trümmern die Knöchentürme zusammen da. Der ist weg. Oh. Das war ein Speerwurf. Ich bekenne den Speer wieder. Danke. So, und dann noch der letzte Knochenturm. Der letzte. Wo ist er denn? Da ist er denn. Und dann ist das ein Dorferweiter, oder was? Nein, da kommen gerade noch ein paar. Oh, boing! Wow. Hat der das Messer oder was hat der? Ist der Steinschleuder wieder? Ich bin gesackt. So. Lass rein! Ja, rühr mal an. Ich will den Steinschleuder haben. Das ist mein Wolf. Ach, ach, ach. Und jetzt? Was passiert jetzt? Sie lassen die Verletzten zusammen. Du töten, ui. Uda Mari. Ul Atikwaifa. Papa. Laiwa Maya. Shaja, Palhu Winja Marirs! Shaja, Palhu Uda Mari, Winja Baltasha, Gwaifamas! Shaus Uls Dawson! Sadna Kwaida Shanshi Parishai! Salwa Winja Marwa! Maci, sami gardici napa. Winjai. 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 Winjai.
Der Kampf um Oros beginnt. Und ich würde sagen, so verabschiede ich mich nämlich auch gerade bei euch. Es ist auch wieder mal an der Zeit. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du lässt den Daumen hoch da. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, du und ich spielen Far Cry Primal. Bis dahin, grüße dich und sag Salut.